Darf ein Mann, nachdem er den Ehevertrag mit der Frau abgeschlossen hat, den Beischlaf mit ihr ausführen, ja oder nein? Wir müssen die gesamte Sache detailliert erklären. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, sprich, sie machen einen Heiratsvertrag, was bedeutet das? Natürlich, der Heiratsvertrag hat alle Bedingungen. Der Wali war da, die zwei Zeugen. Und jetzt ist diese Frau was? Seine Frau. Rechtmäßig seine Frau. Aber sie bleibt jetzt zu Hause und er bleibt zu Hause. Ist er hier ein Sünder, wenn er mit ihr den Beischlaf ausübt? Wir sagen, er sollte es nicht machen. Wenn er es macht, ist er kein Sani. Und ist er auch kein Sünder, aber er sollte das nicht machen. Warum? Wer sagt mir warum? Stellt euch vor, ein Mann, er macht den Heiratsvertrag, aber die Schwester wohnt noch zu Hause und er wohnt zu Hause. So, sie treffen sich und kuscheln jetzt für 10 Minuten. Was könnte hier an Problem auftreten? Was könnte an Problem auftreten? Es ist noch nicht vielleicht 100% sicher, dass sie auch dass sie dann zusammenziehen und die Walima machen und alles und dann ist sie halt schon, kam es halt dann schon dazu. Okay, das ist ein Punkt. Na, bitte schön. Ja. Die Mehr ist nicht klar. Nein. Maher hat er alles bezahlt. Wir sagen, er hat alle Bedingungen erfüllt. Sowieso, die Maher ist keine Säule. Das heißt, wenn man auch heiratet ohne die Maher, ist die Ehe gültig. Na. Genau das ist ja das Problem. Die Hochzeit ist noch nicht bekannt. Er hat sie aber geheiratet. Jetzt die Frage, was könnte an Problemen auftreten hier? Könnte die Ehe beenden? Und vor die Leute, sie wissen nicht, dass sie geheiratet haben. Kann sein, dass die Frau schwanger wird. Sehr gut. Sehr gute Punkte. Es könnte sein, dass die Frau schwanger wird. So. Jetzt aber bleibt sie vielleicht noch ein Jahr zu Hause. Und ihr wisst, wie das bei unseren Leuten ist. Subhanallah, sie zieht zusammen, nach 2 Tagen kriegt sie ein Kind. Ich meine, die sind ja auch nicht doof, die können ein bisschen rechnen, oder? Normalerweise dauert die Schwangerschaft wie lange? Wie lange warst du schwanger? Noch gar nicht. Normalerweise dauert das 9 Monate. So, jetzt kommt aber nach 2 Tagen ein kleines Bambinchen. Das ist problematisch. So, ein anderer Punkt, der auftreten könnte, sie könnte ihm nicht gefallen. Das heißt, bei näherer Betrachtung könnte sie ihm nicht gefallen. Und so weiter und so fort. Insofern, es ist besser für ihn, dass er nichts mit der Frau macht, dass er geduldig ist, bis sie dann zusammen wohnen und diese Heirat auch verkündet wird. Wallahu ta'ala ala wala. Sowieso auch vom Urf, vom Brauch, unsere Leute mögen so etwas nicht. Dass die Frau schon vorher mit dem Mann alleine ist oder sonstiges. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.